Hi Leute, ich wollte euch heute mal kurz die Frage beantworten, warum ich keine Ernährungspläne habe. Weil ich das mal ab und an gefragt wurde. Und ja, warum nicht? Ich halte Ernährungspläne und so weiter für nicht schlecht. Das ist nur so, warum ich keine anbiete, weil ich denke, es ist viel sinnvoller noch auf den Körper zu hören. Es ist viel sinnvoller, das wieder zu lernen, auf den Körper zu hören. Also es ist vielleicht kein einfacher Prozess, wieder darauf zu hören, weil wir sehr weit davon entfernt sind und unser Essen sehr verkopft wurde. Gerade vielleicht auch durch solche Pläne. Ja, aber in gewissen Punkten können Pläne vielleicht manchen Menschen da auch oft Halt geben. Aber ja, ich möchte den Weg gehen ohne die Pläne und ich denke, kein Tier auf der Welt braucht einen Ernährungsplan. Wenn wir wieder gelernt haben, auf unseren Körper zu hören, dann essen wir so viel wie nötig ist, dann essen wir das, was nötig ist, nicht mehr, nicht weniger. Und wir brauchen keine Wissenschaft, um uns zu ernähren. Jedes Tier weiß, wie man sich ernährt. Ernährung ist was ganz Banales. Wir haben ein immenses Gehirn. Manche wissen vielleicht nicht, wie man es richtig nutzt, die Intelligenz. Und dann kann die ganz schön Schaden anrichten. Und bei manchen Dingen, wenn man die verwechselt, dann, ja, dann kann das auch in eine falsche Richtung losgehen. Und die Ernährung ist ein banaler, einfacher Punkt, der mit deinem Körper, mit den Bedürfnissen von deinem Körper zusammenhängt. Was der braucht, um sich zu reinigen, um sich zu heilen. Jedes Tier weiß, wenn es krank ist, eine Kuh, die weiß genau, hey, jetzt muss ich das Kraut essen, wenn es krank ist. Und geht dahin und isst nur dieses Kraut. Es braucht kein Buch dazu, es braucht nichts dazu. Es hört auf seinen Körper. Okay, und das können wir auch wieder lernen. Wir gehen die Sache nur viel zu verkopft an. Das Schwierige ist nur den Kopf nicht auszuschalten, sondern da unterscheiden zu können. Was ist der Kopf? Ist es jetzt gerade, ich denke, dass Kohlenhydrate schlecht sind, oh, und dann esse ich das nicht. Was sagt dir dein Körper gerade in dem Moment? Und das ist was, wo man wieder langsam, wie gesagt, lernen muss, auf den Körper zu hören. Das ist ein langsamer Prozess. Das ist wie wenn du lernst, ein A zu schreiben. So. Was meinst du, wie schwierig das war, einen Buchstaben zu schreiben, eine Zahl, als du das in der Schule gelernt hast. Du hattest das Bestreben, das zu lernen. Und jetzt schreibst du einfach ein A, ohne drüber nachzudenken. Und wenn du wieder lernst, auf den Körper zu hören, ist es vielleicht am Anfang schwierig, aber über die Zeit lernst du auch wieder, die Symptome richtig zu deuten und tust einfach dann das, was nötig ist. Gibst deinem Körper das, was er braucht und nicht das, was dir irgendein Ernährungsplan sagt. Ja. Ich denke, bei manchen Leuten kann vielleicht ein Ernährungsplan mal sinnvoll sein, wenn die zu verkopft sind. Auch. Aber das ist ganz individuell in der breiten Masse. Ich würde niemandem empfehlen, nach irgendeinem Plan zu essen, sondern wieder zu lernen, auf den Körper zu hören. Und wenn man die Erfahrung hat, dann brauchst du keinen Plan der Welt. Sowas würde ich vielleicht nur in Ausnahmefällen irgendjemandem geben. Sag niemals nie, aber ja, das Ganze wird unnötig. Lern auf deinen Körper zu hören. Lern die Signale wieder richtig zu deuten. Und zerdenk Sachen nicht. Ernährung hat nichts mit Denken zu tun. Jedes Tier. Das ist eine ganz einfache, banale Sache. Weil wir mit unserer Intelligenz, die Ernährung zerdacht haben, gibt es so viele Fehlinterpretationen, so viel Fehlwissen über Ernährung. Ja, das wollte ich heute mal loswerden. Ansonsten macht's gut, geht raus, genießt die Sonne, die frische Luft.
Lebt einfach wieder natürlich. Und dann ist Gesundheit ein Naturzustand. Gesundheit ist was ganz Banales. Jede Zelle deines Körpers ist auf Gesundheit programmiert. Wenn du deinen Körper nicht daran hinderst, gesund zu werden, dann heilst du alle möglichen Krankheiten, wenn du möchtest. Ohne jetzt Seife sprechen zu machen. Ich denke, vielleicht ist es möglich. Ansonsten macht's gut. Genießt die Sonne. Ciao. Thank you.